Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Sonne. Ich werde diesmal nicht das Lied von Rammstein Sonne singen, weil ich mich einfach nicht danach fühle. Ich bin außersehen ein Stück weiter hier den Hügel raufgegangen und habe hier das TM aufgehoben, Akrobatik. Und ich habe einen Wuffels. Hier, müsste ja ganz unten im Pokédex sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hier, nein. Na, da ist nun ein Pandi. Okay. Hier, Wuffels. Und ihr könnt dreimal raten, welches Geschlecht ich gefangen habe. Wenn ihr weiblich geraten habt, goldrichtig. Kiesling. Na. Hier ist nichts weiter oben. Okay. Und nun treffe ich Wuffels ohne Ende. Es hat mich eine halbe Stunde gedauert, einzutreffen. Lasst uns dann schnell zurück. Es wird wahrscheinlich hier kein Fahrrad geben in dem Spiel, wenn man so einen schnellen Tauros hat. Macholo. Es gibt hier noch in der Region ein paar Sachen, die ich machen will. Wegen, nun, dass ich einen Tauros habe, dass ich da hingehen kann. Dafür brauche ich ein anderes Hilfs-Pokémon, habe ich schon ohne Spoilers hingekriegt zu wissen. Tackle! Bam! Absorber. Hab schon gehört, dass der ursprüngliche Angriff wurde gebufft. Ich glaube, war es Blutsauer? Ich kann mich kaum an den Namen erinnern. Ja, ja, pflegen wir dich ein bisschen. So, siehst ja ganz besser aus. Ah. So, ich würde dann sagen, lasst uns mal in umgekehrter Reihenfolge gehen. Und alle Steine, die uns im Weg stehen, weghauen. Ah. Armer, armer Wingul. So. Natürlich kann ich hier nicht durchrennen, ohne einem Pokémon zu begegnen.
Ich weiß echt nicht, ob ich Wuffels in mein Team aufnehmen will. Ich wüsste aber auch nicht, wen ich jetzt dafür gehen lassen soll. Höchstwahrscheinlich Mamfaxo, aber er ist so hilfreich, um Pokémon zu fangen. Ja. Dum, dum, dum. Raupi, brauche ich dich nicht. Da. Ich brauche dich nicht. Ich brauche dich überhaupt nicht. Pepek. Ich könnte eigentlich Pichu vorne stehen. Nein. Pichu lockt zu sehr die Elektriktypen an. Die Pokémon vom Typ Elektro. Durch seine Fähigkeit. Hier war ich schon. Gibt's hier irgendwas, was ich kaputt hauen kann? Brücke ist kaputt. Taos hat sogar Angst. Aber sehr vieles hier von diesem Spiel ist irgendwie kopiert von Yo-Kai Watch. Was mich sehr irritiert, dass Game Freak eingeschüchtert ist davon. So, dann gehen wir hier. Nämlich, ich kann mich erinnern, dass hier Felsen waren, die gestört haben. Waren die hier? Nein. Aber wir haben hier was anderes. Jawohl, Bären. Bären. Ich glaube, die waren hier um die Ecke, ja. Was haben wir denn hier Schönes? Plage. War irgendwas hier zum Zerhauen? Weiß ich gar nicht. Baumball. Choreoge. Ich glaube, hier drin war nichts zum kaputthauen. Aber lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht wahr? Keine zwei Schritte. Wummel.
Brauche nicht. Habe ich schon. Ah ja, hier kann man Pokémon fotografieren. Na. Du willst nicht gegen mich kämpfen. Du willst nicht gegen mich kämpfen. Hab ein bisschen Jedi-Tricks ausprobiert. Nein, hier gibt's nichts zum Zertrümmern. Okay. Hier gibt es auch nichts weiteres zum Zertrümmern. Und was für ein Vogel taucht jetzt auf? Noch immer der Geromann G. Ab und zu sind diese Namen Zungenbrecher. Geronimatz. Eins. Zwei. Gut. Hauptsache, du rufst jetzt keine Hilfe und das dauert dann endliche Minuten. Ja, gut. So. Lass mich mal eben ins Pokémon Center gehen. So. Ich weiß, dass da drin Sachen zum Zertrümmern waren. Und dass da sehr viele... TMs dadurch waren. Armer Mangusch. Mang Junior. Ah, ich kann nicht da aufwärts gehen. Ich muss so umgehen. Ah! Super! Hab das schon. Warum tauchst du auf, wenn ich das schon habe? Ach, es ist deine Aufgabe. Warum nicht? So.
Die Planke ist zu schmal für Taurus. Okay. Dann werde ich mal... So. Rau. Macht er, dass da vielleicht ein bisschen mehr wäre? Okay, mehr gibt es hier nicht zu tun. Dann halt nicht. Da war's da aber schnell. Es ist mal männlich. Wie selten. So. Wo gibt's noch Plätze? Ich wollte fragen, wo gibt's noch Plätze, wo ich Sachen zertrümmern kann? Ganz schön stark. Na, hier ist nix. Ein farbiger. Eins, zwei, drei. So knapp. Und jetzt, da du dein Nachahmer verbraucht hast, wirst du nur noch Verzweifler einsetzen. Und das tut dir mehr weh als mir. Du machst mir nur einfacher, dich zu fangen. Hörst du wohl auf? Nämlich beim nächsten Mal wirst du dich selber besiegen. Hier kriegst du einen Superman-Ball.
Ja. Farbige wurde registriert. Na. Eben kurz wieder zurück zum Pokémon Center auffrischen lassen und vielleicht noch ein paar Pokébälle kaufen. So. Ich will erstmal etwas verkaufen. Nämlich, ich habe hier irgendwo. Da. Ich habe zwei. So, was kann ich denn bei dir nun kaufen? Superbälle. Dann kaufen wir davon mal schön ein Stück. Ja. Und hiervon nochmal 10. Ja. Und hiervon brauche ich erstmal nichts. So. War das nun der Büschel, der mich jagte, oder war das ein stinknormales? War ein stinknormales Pokémon. Und ich werde jetzt angegriffen. Weil ich nicht schnell genug bin. Ja. War mir schon klar gewesen. Ein wildes Makuhita. Ah, wirklich Sandwirbel. Hat er es noch angenommen? Ja, er hat es noch angenommen. Hier. Wären es wenigstens neue Pokémon. Ich habe schon gehört, dass seltene Pokémon auf jeder Route geben soll, die irgendwie nur so 5 oder 1% Wahrscheinlichkeit haben, aufzutauchen. Da ist ein Item, was ich übersehen habe. Silberstaub. Wie gut, dass ich kein Käfer-Pokémon habe. Ich glaube, hier war nichts für mich zu zerstören. Aber. Naja, dafür hätte ich dich absteigen brauchen.
Warum nicht? Man weiß nie, wann die Bären praktisch werden. Oh. War hier nicht irgendwo ein Typ, der auch ein Pokémon sehen wollte? Ach. Nee. Meine Fresse. Entschuldigt für diesen kleinen Schnitt hier, aber ich habe komplett vergessen, dass ich noch mit Teamspeak in Verbindung war und in einem Raum war, wo jeder reingehen konnte. Naja, dann wollen wir eben weitermachen. Ich glaube nicht, dass hier was zum Zerschmettern war auf dem Friedhof. Ja, wäre auch geschmacklos gewesen, wenn man was zerstören kann auf dem Friedhof. Ah, da. Sternstück. Etwas, womit ich Geld machen kann. Okay. Da komme ich nur hin, wenn ich surfen kann. Genau. Aber wir sind durch damit. Zu allen. Ja, zu allen möglichen Wegen zu gehen, wo man zertrümmern kann. Nein, 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 nein. Ich brauche den Attackenverlerner noch nicht. Und wozu braucht man den Attackenverlerner, wenn es keine... Oder gibt es die doch noch immer? Die... VMs, versteckten Maschinen. Oh, ja. Kinderschreck, ganz genau. Na, was hast du Leckeres für mich? Okay.
Ja, mal eben eine Limonade trinken. In Hawaii. Oh, schön sonnig. So, ich frag mich, war das hier gewesen? Ah, ich kann mich nun hierhin bewegen. Wo die sagten Farbigels Farbe oder irgend so ein Kram. Das hier war doch hier auch gewesen, ne? Magnetile. Dieses Pokémon würde ich ungern haben in der Nähe von Elektrogeräten. Naja. Das sieht aber verrottet aus. Ob dieser alte Kahn das wirklich übersteht, Professor? Na, hör mal. Diese Yacht ist nicht alt. Sie ist ein Sammlerstück. Wahre Kenner würden sich darum reißen. Oh ja, absolute Kahn, ich meine Klassiker. Ja, es hat schon einen gewissen nostalgischen Charme. Ja, schön. Legen wir mal ab. Judas Meer. Ich weiß nicht, wer das sagt, also werde ich es gerne versuchen. Hier könnte ich es zwar machen, aber ich mache es jetzt nicht. Wie soll ich das wissen, wenn ich erst gerade hier hingezogen bin, du Schwachkopf? Ich dachte jetzt, irgendwas hinter uns würde passieren. Akala. Wir waren auf Mele Mele, jetzt sind wir auf Akala. Okay. Kantai City. Wow. So, jetzt wäre ich beim Ausstieg fast hingefallen. Juhu, wir sind in der Kala. Statt Hoppla zu rufen, sollte das etwa ein Witz sein? Na klar, die Menüche empfandest du das auch lustig, oder? Bitte.
Weil ich Opa sagte, sagt er Ditto. Oh, wer ist da am Reden? Uiuiui. Myla. Maho. Okay. Okay. Wir sehen uns bald. Auf Akala gibt es insgesamt 3 Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die ersten Prüfungen sofort in Angriff nehmen wollt, geht ihr am besten über Route 4. Direkt nach Ohana. Boutique. Ja, Rotom. Gut, die teilen sich teilweise die Pokémon. Aber Mele. Ja, ich habe hier mehr begegnet, darum sind hier mehr eingetragen. Okay. Okay. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat und sehe euch dann zur nächsten Episode. Bye!